Zusammen und herzlich willkommen zum Thema Rasen, er springt nicht an. Und zwar nach einer Winterpause ist er nicht angesprungen. Ich sage euch ganz kurz meine Ursache. Und zwar war es der Luftfilter. Wegnehmen, reinigen, trocknen lassen, dann starten ohne Luftfilter und der Rasenmäher ist wieder gelaufen. Es kann aber auch die Kerze sein, das Benzin oder der Vergaser, der hier unten sitzt. Einfach alles einmal durchchecken. Bei mir war es, wie gesagt, der Luftfilter, der war verschmutzt, es hat nicht mehr richtig Luft anziehen können und dadurch konnte der Rasenmäher nicht starten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn ihr